Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal zum letzten Showdown, nur hier in FIFA 23. In EA FC wird es natürlich weitergehen und das alles auch mit einem speziellen Gast. Hier und heute, der Hansus ist dabei. Servus, wir haben ja damals auch den allerersten Showdown aufgenommen, den allerersten FIFA Showdown im Karrieremodus und jetzt wird es einfach der letzte, so wie es aussieht. So sieht's aus, fackeln wir gar nicht lange rum, kommt zur Vereinsauswahl, da nehmen wir Union Berlin. Das alles aber auch gepaart mit dem EP 23, was bedeutet, die Ligen sind auf dem aktuellsten Stand mit Aufsteiger, Absteiger, wir haben die aktuellsten Kader, also auch mit den ganzen aktuellsten Sommertransfers. Und dazu kommt auch, dass wir die Karriere in 2023 starten, auch mit der Champions League-Gruppe von Union Berlin mit Neapel, Real und, was war der letzte Verein? Braga? Kurz nachguckt, es ist Sporting Braga. Für die Teilnahme in der Champions League haben wir auch nochmal 10 Millionen extra draufgepackt. Union hat standardmäßig in FIFA 23 20 Millionen und wir machen daraus 30. So Leute, in der Karriere angekommen, was bleibt zu sagen? Lasst die Liebe da, Daumen nach oben für euch noch ein kleiner Klick, Abo-Glocke nicht vergessen, um nichts weiteres zu verpassen und einen Kommentar für den Algorithmus, gerne auch mit weiteren Vorschlägen. Vielleicht kann ich den lieben Hansus ja auch nochmal dazu überreden, dass wir zu EA FC 24 mit dem Showdown reinstarten. Wäre eigentlich ganz nice. Und apropos Hansus, wir haben natürlich auch ein Video bei seinem Kanal aufgenommen. Erster Link in der Beschreibung. Was haben wir da genau gemacht? Wir sind nochmal ein Regal höher gegangen zum FC Barcelona und für EA FC. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein, was ihr vielleicht da so für Vereine zum Start sehen wollt. Da kann ich mir schon auch gut vorstellen, dass wir einen direkten Showdown irgendwann zum Beginn hin machen. Das höre ich doch liebend gerne. Freunde, wir starten rein mit der Sommertransferphase. 20 Minuten Zeit, einen aktuellen Kader mit Volland, mit Gosens und so weiter. Budget ist 32 Millionen und damit starten wir jetzt rein. Okay, Leute, letzter Showdown in FIFA 23. Ich bin gehypt. Schließen wir das Jahr hoffentlich nochmal mit einem Sieg ab. Die Zeit beginnt in 3, 2, 1. Let's go. Und dann starten wir also rein. Ich habe die Transferliste, also die Spieler, die wir verkaufen wollen, schon mal erledigt. Sieht wie folgt aus. Wir haben unfassbar viele Innenverteidiger. Wir haben unfassbar viele zentral-defensive Mittelfeldspieler, genauso wie Stürmer. Und deswegen landen die folgenden Kandidaten, die 6 hier, auf der Transferliste. Und ja, das bedeutet auch, dass wir uns hier und da von manchem Spieler trennen müssen, obwohl er gerade erst neu kam. Verkäufe sind gerade im Gange. Und auf der anderen Seite jetzt auch unser erster Neuzugang mit Oliver Baumann auf der Torhüterposition. Natürlich ist die Torhüterposition keine, die jetzt extrem schlecht bei Union besetzt ist. Aber wir kriegen nochmal 4 Gesamtstärken dazu und das für Schäfer und 2 Millionen im Tausch. Und das ist, wie ich finde, ein richtig guter Deal. Auch wenn das Spiel nur C sagt. Jetzt geht's auch bei mir los mit den 20 Minuten. Ich habe drauf gedrückt, die Zeit tickt. Vorher habe ich aber noch die ganzen ausgeliehenen Spieler zurückgeholt. Deshalb ist die Transferliste jetzt auch nochmal ein ganzes Stückchen voller geworden. Und das daraus gewonnene Geld möchte ich unbedingt in einen neuen Keeper investieren. Zum Beispiel, da wird auf alle Fälle noch einiges mehr möglich sein. Aber die erste Verpflichtung ist jetzt mal Simon Mignolet. Da hätte es bessere Optionen gegeben. Aber ich will ja nicht, dass der Dennis mir nachher den Keeper wegsniped. Positionswechsel für Geraldo Becker zum rechten Flügelspieler. Ich glaube, es könnte besser sein vom Rating. Und ja, das ist es auch, auch wenn es nur eins ist. Transfer Nummer 2 und wir bleiben auf der Liga-internen Schiene, denn auch dieser Spieler kommt aus der Bundesliga. Um genau zu sein, von Borussia Mönchengladbach und das auch für gar nicht mal so wenig Geld. Kevin Behrens verlässt uns erstmal für 3,5 Millionen Richtung Braga, auf die wir auch in der Champions League treffen werden. Und daneben kommt aber Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach. Wir tauschen Alex Krall ein, 12 Millionen oben drauf, aber dafür auch ein saftiges Upgrade im Mittelfeld. Ich habe es zweimal erwähnt, ich erwähne es aber auch gerne noch ein drittes Mal, denn auch unser dritter und vielleicht sogar letzter Transfer, der wird Liga-intern von Bayern 04 Leverkusen. Denn so FIFA ist gerade nebenbei so ein bisschen unbrauchbar. Viele Spieler sind gewechselt, dazu Verträge und so weiter, alles nicht auf dem aktuellsten Stand. Deshalb orientiere ich mich einfach so ein bisschen an der Bundesliga und wir holen Adam Lozek. Die größte Schwäche hat der Kader im zentralen Mittelfeld. Zumindest aus meiner Sicht. Mal schauen, was der Dennis macht. Deshalb hole ich jetzt Martin Deron. Er war relativ günstig mit 11,2 Millionen. Jetzt hole ich noch so eine kleine Kanallegende aus längst vergangenen Zeiten. Bin ich mal gespannt, ob sich an den noch irgendeiner von meinen Zuschauern erinnert. Das ist natürlich Fernando. Und die wollten Alex Krahl haben, deswegen habe ich den jetzt eingetauscht. Plan den jetzt aber tatsächlich nicht auf der 6, sondern in der Innenverteidigung ein. Das kann ja so schon spielen und die Umformung dauert 3 Wochen. Die Verkäufer haben einiges gebracht und so stehen wir wieder bei 34 Millionen Budget. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, dass ich das in einen einzigen Spieler jetzt investieren werde. Sogar das stimmt aber meine Aussage nicht, denn unser gesamtes Geld haben wir nicht für unseren vierten Neuzugang ausgegeben. Das wird nämlich Fabian Scheer von Newcastle United, für den wir nur in Anführungszeichen 16 Millionen Euro zahlen. Hat aber auch eine 81er Gesamtstärke und sogar einen auslaufenden Vertrag. Das heißt, eigentlich wäre er sogar mehr wert. Einen fünften und letzten Transfer soll es aber auch noch geben, ebenfalls für die Innenverteidigung. Denn Leonardo Bonucci zwar 82er Gesamtstärke, aber wir wissen alle, am Ende des Jahres mit seinen 36 hat der Bruder wahrscheinlich nur noch eine 70. Genau aus diesem Grund tauschen wir ihn also ein, zahlen 11 Millionen noch oben drauf. Und dafür kommt also Joel Matip zurück in die Bundesliga, nicht zu Schalke, sondern zu Union Berlin. Er spielt weiter in Champions League, ebenfalls eine 81 oder sogar 82er Gesamtstärke. Und genauso wie Scheer wird auch dieser Bruder hier im Laufe des Jahres kein bisschen schlechter werden. Ach ja, und wir haben das alles ziemlich gut in der Zeit noch geschafft, denn 3, 2, 1 und die Zeit ist vorbei. Und jetzt gehen wir auch mal rein in die Spielerverkäufe. Brandon Aaronson wechselt weg und wir bekommen 13,5 Millionen Euro Transferbudget. Und jetzt sind auf einmal wieder 29 Millionen da. Damit kann man schon mal eben Uribe
Kunde ranholen. Auch wieder so ein bisschen Undercover-Spieler, kommt von Porto für 18 Millionen. Ansonsten wollte ich jetzt nur noch ein paar Spieler loswerden, damit ich dann noch mehr Geld für den Winter habe. Kann auf alle Fälle noch was passieren, aber bis hierhin läuft es halt schon richtig gut. Ihr seht die bisherigen Ergebnisse. Es waren bis auf das eine Spiel im Vorbereitungsturnier gegen Fulham einfach nur Siege. So Leute, Sommertransferphase, 20 Minuten sind abgeschlossen. Erste Frage, lieber Hansus, wie viele Transfers sind es bei dir geworden? Mit Sicherheit weniger als bei dir, ich habe nämlich nur 3. Okay, ich habe 5. Dachte ich mir. Ja, das ist der Standard, das ist der Standard. Ist du darfst gerne als Gast anfangen mit deiner ersten Fünferauswahl. Meine erste Fünferauswahl, warte kurz, ich muss rüber hier in die Transferzentrale. Und wir fangen an mit, es darf natürlich nicht fehlen, man muss einen Keeper holen. Ja, ah, okay. Wenn man einen Keeper holt, ja, dann ist man blöd. Du hast mit Sicherheit auch einen geholt. Man munkelt, man munkelt. Da gibt es schon eine ganz gute Auswahl. Da gibt es hier Manuel Neuer. Okay. Da gibt es Keylor Navas. Okay. Da gibt es Hugo Lloris. Mhm. Radetzky. Ja. Um Leverkusen zu schwächen. Und natürlich Simon Mignolet. Simon Mignolet, ey, der absolute Macher. Aber ich gehe mal nicht auf einen der letzten beiden. Das sind ja auch so die mit schlechtesten. Ich gehe entweder auf Neuer, Navas oder Lloris und ich mache es kurz und schmerzlos. Ich gehe auf Navas. Auf Navas finde ich gar nicht verkehrt. Ich habe ihn extra nicht genommen, weil ich mir dachte, zu viel Risiko und habe einfach den schlechtesten geholt. Simon Mignolet, ich wollte einfach nicht, dass du den snipest. Ja, okay, okay, alles klar. Aber trotzdem Upgrade zu Renault, also das ist auf jeden Fall trotzdem vorhanden, auch wenn es jetzt nicht Manuel Neuer geworden ist. Dann komme ich zu meiner ersten Fünferauswahl. Ich mache es dir einfach mal gleich, weil wie gesagt, wer keinen Torhüter holt, der ist ein bisschen blöde. Wir haben auf dem Zettel, Radetzky ist mein erster Name auf dem Zettel hier. Dann haben wir Peter Gulaschi. Wir haben ebenfalls aus der Liga Oliver Baumann. Wir haben Alban Lafont als Talent und ebenfalls als Talent, aber beide auch ein Upgrade schon und Potenzial ist ja ebenfalls vorhanden. Mamardashvili von Valencia. Okay, das war auf alle Fälle untypisch. Wundert mich so ein bisschen, warum du nicht die Lloris und Navas-Kandidaten damit hast. Ja, weil mir das schon so von Anfang an viel zu auffällig war. Deswegen, ich wollte mal vielleicht ein bisschen einen anderen Weg gehen. Ja, aber ich kann ja nur einen nehmen von denen. Ja, deswegen. Ganz schwierig. Ja, ich nehme den einzigen, wo wir uns überschneiden, aber ich habe gar keinen Plan, deswegen nehme ich einfach Radetzky. Okay, ich bin aber tatsächlich auch so wie du gegangen den Weg, nämlich ich habe Oliver Baumann geholt, habe einen Spieler eingetauscht, bisschen Geld oben drauf bezahlt, Renault aber auch noch behalten. Also es wäre nicht so ein Drama gewesen, aber ich bin auch zufrieden, Baumann zu behalten. Und ich glaube, wir haben beide dasselbe Rating, 81 beim Keeper. Nächste Position bei mir ist das zentrale Mittelfeld. Okay. Da habe ich ein paar Leute rausgesucht. Mhm. Da haben wir Nemanja Matic. Okay. Eva Banega. Mhm. Martin Deron. Okay. Etienne Capoue. Okay. Und Luis Chavez. Also ich weiß, Chavez, glaube ich, der ist er nicht der Einzige auf dem Zettel, der jünger ist als 30? Ja. Ja, okay. Ja, gut, das ist schon mal eine gute Info. Aber irgendwie geht mir Banega nicht aus dem Kopf. Der war doch der Zweite, ne? Eva Banega. Der war der Zweite, ja. Ja, genau. Dann gehe ich einfach mal mit Banega. Ja, es wurde zum Glück nicht Eva Banega, aber da finde ich es auch extrem schwer, weil die Spieler alle so ähnlich sind. Also sind alle irgendwie so zwischen 32 und 35, haben alle eine 80, können irgendwie so ZM und ZDM spielen. Mhm. Deswegen, ja, das ist einfach Glückssache, würde ich sagen. Okay, wer ist es geworden aber? Es ist Martin Deron geworden. Martin Deron von Atalanta, okay. Interessant. Ich mach's dir mal wieder gleich, denn auch meine zweite Position ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Auswahl ist aber ein bisschen anders. Wir haben ja eigentlich vom Alter auch, glaube ich, alles dabei. Der jüngste ist Kakré von Lyon. Dann haben wir den ältesten Saul von Atletico. Wir haben Haidara Liga-intern von Leipzig. Ebenfalls Liga-intern wäre dann Florian Neuhaus von Gladbach. Und zu guter Letzt Aleix Garcia von Girona. Ich nehme den ältesten einfach, scheiße. Also du nimmst Saul. Genau. Mit 80er Rating. Schade, was aus dem auch, muss man sagen, geworden ist. Mit 28 nur noch eine 80. Aber nee, ich habe Liga-intern Florian Neuhaus geholt. Also sehr viel Liga-intern. Ja, auf jeden Fall. Also Liga-intern, ich kann ja auch schon mal auflösen. Ein Spieler ist nicht in der Auswahl mit drin. Das ist Adam Lozek. Also das ist auf jeden Fall auch ein Liga-interner Transfer. Ja, also ich bin öfters mal auf die Liga gegangen. Und auch nicht nur alte Säcke geholt. Genau, richtig. Also Lozek zum Beispiel ein Talent. Dann, ja, letzte Auswahl bei dir, ne? Ich bin gespannt. Vielleicht kann ich ja nochmal einen wegsnipen. Ich habe es halt schon so gemacht. Hab für die Innenverteidigung dann doch wieder nur alte Säcke hier zur Auswahl genommen. Mhm. Und zwar haben wir da Thiago Silva, Acerbi, okay. Fernando, oh, nee. Otamendi und Alderweireld. Okay, Fernando ist der Sechser eigentlich, ne? Also den muss genau. Man noch umformen. Ja, okay. Ja, das ist interessant. Aber der kann, ich glaube, dass der von Haus aus Innenverteidiger spielen kann. Ja, der hat das auf jeden Fall auch als Position, also als Zweite. Ich glaube schon. Genau. Ich bin einfach in die Suche reingegangen, da wurde halt angezeigt. Okay, dann haben wir nochmal die ersten beiden. Thiago Silva und Acerbi, der Kollege von Bonucci. Ey, ich sag ganz ehrlich, du gehst einfach auf Rating, deswegen Thiago Silva. Ich glaube, er wird doch vom Rating der Beste sein, deswegen auch günstig mit seinen gefühlt 40 Jahren fast. Ja, Thiago Silva.
Ist mit Abstand der Beste mit der 85, aber ich habe ihn deshalb auch nicht genommen. Das war mir zu heikel. Okay. Ich bin auf Fernando gegangen, weil der so eine kleine Kanallegende auch bei mir ist. Ah, okay. Ja gut, interessant. Dann bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Dann komme ich, dritte von drei Positionen, ebenfalls Übereinstimmung, Innenverteidiger. Auf dem Zettel haben wir diesmal keinen Bundesligaspieler sogar, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, haben wir nicht. Wir haben nämlich sehr bunte, kunterbunt international gemischt. Wir beginnen mit Chris Smalling. Dann haben wir Fabian Scher von Newcastle, Nacho Fernandes von Real, Coates von Sporting und Danilo, der Mann, den man zum Innenverteidiger machen kann, von Juve. Dann nehme ich Danilo. Dann nimmst du Danilo. Ist aber nicht geworden. Das war so ein bisschen Bait in dem Fall. Also er hat auch als zweite Position IV. Kriegt, glaube ich, auch ein Upgrade irgendwie plus 1. Aber ich habe mich am Ende für Fabian Scher entschieden. Dessen Vertrag rauslief, habe ich relativ zufällig gesehen. Und ja, 16 Millionen gezahlt, 81er Rating. Bonucci habe ich auch eingetauscht, das kann ich jetzt mal sagen, für meinen weiteren Innenverteidiger-Transfer, nämlich Joel Matip. Also haben beide 81, deswegen habe ich einen von beiden nur in die Auswahl mit reingenommen. Ja, ich würde auch sagen, du bist wahrscheinlich jetzt wieder Favorit, weil dein Team wahrscheinlich, wie krass das sieht, aussieht als meins, aber das heißt zum Glück nicht immer was. Nee, absolut nicht. Bei der Kalendersimulation heißt das wirklich gar nichts. Deswegen, Leute, Thema Kalendersimulation, starten wir jetzt mal rein, ab zur Wintertransferphase zum Januar und dann sehen wir uns gleich wieder. Freunde, wir sind angekommen im Januar 2024. Natürlich, wir sind 2023 reingestartet, alles auf dem aktuellsten Stand. Und dann blicken wir mal auf die drei Wettbewerbe, die es gibt. Liga, Pokal und Champions League. Zuallererst die Bundesliga-Tabelle. Frage, wo ist Union Berlin bei dir? Also ich bin sehr gehypt. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen, weil die Ergebnisse waren fantastisch. Ja, man muss zufrieden sein. Zweiter Platz. Okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich bin Vierter. Bei uns heißt es in der Liga wirklich gewinnen oder verlieren, denn wir haben ein einziges Unentschieden auf dem Konto. 9 Siege, 7 Niederlagen. Okay, dann DFB-Pokal. Einfache Frage. Ja oder nein? Ist man drin oder nicht? Ich bin noch dabei zum Glück. Okay, Viertelfinale gegen wen? Leverkusen. Okay, ich mach's dir relativ gleich, denn ich treffe auf Gladbach und bin auch im Viertelfinale. Ah, ärgerlich, Mann. Da hättest du aber schon mal rausfliegen können jetzt. Ja, jetzt kommen wir nämlich zum interessanteren Part, zum interessantesten, nämlich die UEFA Champions League. Und da ist halt die Frage, sieht man sich im Achtelfinale, ja oder nein? Ja, und die Frage ist auch, ob es gut ist, wenn man jetzt Dritter wird. Ja, genau. Das ist jetzt nämlich das Ding. Und Frage, siehst du dich im Achtelfinale? Aber das wird dann so gerechnet, dass Champions League 2 Punkte bringt und Europa League 1 Punkt. Nee, wir haben mittlerweile sogar, weil es die Conference League, Champions League 3 Punkte, Europa League 2 und Conference League 1. Ja, mal schauen. Also ich bin auf alle Fälle im Achtelfinale. Okay, gut. Ich nämlich nicht. Denn Napoli ist bei mir Gruppenletzter geworden. Wir nur Dritter. Und wie auch immer, der SC Braga, wahrscheinlich weil die Behrens vor mir geholt haben, sind Zweiter geworden. Wir haben 0 Punkte bei mir. Aber jetzt verliere ich wahrscheinlich, weil du Europa League spielst. Das ist ja richtig. Aber im Achtelfinale? Ich spiele im Achtelfinale gegen den FC Porto. Also eigentlich mal. Ja, sag mal, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Also, ne? Porto, da, du bist Gruppenzweiter geworden, ne? Nee, Gruppenerster. Gruppenerster sogar? Also ich weiß, wer von uns beiden sich hier schwarze Magie von Urs Fischer ausgeliehen hat. Und das bin nicht ich. Ohne Niederlage. Ohne Niederlage. Ja, klar, Alter. Ja, klar. Also da will ich mal gerne die Leute vom EEP fragen, was die genau bei Union Berlin eingestellt haben. Weil normale Einstellung scheint das nicht zu sein. Das sind halt Union Berlin-Einstellungen. Ja, das sind halt die schwarze Magie-Einstellungen. Ich treffe übrigens in der Vorrunde, die für mich noch nicht zählt. Also theoretisch kann ich auch in der Vorrunde rausfliegen. Ich glaube, du hast auch Europa League-Erfahrung gemacht. Die zu gewinnen ist eigentlich gefühlt ein Ding der Unmöglichkeit, denn Slavia Prag, auf die ich treffe, die werden mich schon raushauen in der Vorrunde. Das kann passieren. Ja, stimmt. Wenn du dann Vorrunde kriegst, keinen Punkt, oder? Nee. Und selbst dann im Achtelfinale treffe ich auf Dynamo Kiew und dann machen die mich auch kaputt mit irgendwie 4 zu 3. Ah, das gleicht wieder so ein bisschen aus, dass du halt noch ein Zusatzding für 2 Punkte überhaupt gewinnen musst. Richtig. Okay, dann Winter. Transfers. Ich habe, glaube ich, so gut wie gar kein Geld und ich glaube das nicht nur, sondern ich habe auch nur 5 Millionen Budget. Ich bin aber eigentlich auch sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Ich habe keinen Spieler, der sich jetzt irgendwie krass verschlechtert hat oder so. Im Gegenteil, wir haben einige Verbesserungen. Deswegen, ich werde nichts machen und ich überlasse dir gerne 10 Minuten, falls du noch was machen willst. Als ob. Du machst nichts. Ja. Versprichst du mir. Verspreche ich dir, safe. Ich habe kein Geld. Weil dann, jetzt, dann, kann ich ja, dann kann ich ja holen, meine Eier holen, was ich will. Ich kann alles holen, du kannst mir nichts wegsnipen. Ja? Okay, ja, machen wir so. Bin ja, ich dabei. Können wir gerne machen. Safe. Let's go. Das Geile ist halt, dass ich jetzt noch 10 Millionen habe, plus ein paar Spiele auf der Transferliste und ich kann holen, wen ich will, weil Dennis kann mir eh nicht wegsnipen. Beispiel auf der Transferliste ist Jérôme Roussillon, der jetzt nochmal irgendwie so 10 Millionen oder so einbringen könnte. Aber bevor es überhaupt so weit kommen kann, hole ich jetzt einfach Manuel Neuer höchstpersönlich. Dann kann ich jetzt auch entspannt Renault verkaufen. Und das alles für einen neuen Stürmer. Und zwar Cristiano Ronaldo, der hier gerade zu Union Berlin gewechselt ist und Manuel Neuer begrüßt. Thiago Silva kann jetzt auch noch kommen. Das wird eine richtige Legendentruppe. Juni 2024. Wir sind angekommen am Ende der Saison. Der Hansus hat, so wie ich mitbekommen habe, 3 Spieler geholt. Also so im Endeffekt mehr Transfers gemacht als ich. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Wer sind die 3 Spieler geworden erstmal? Ich habe nur Legenden geholt. Also okay. Wirklich.
Ausschließlich im Tor steht jetzt Manuel Neuer. Okay, ich dachte Jan Sommer. Schade. Ah, nee, rechte Mittelfeld, sorry. Ja, genau, falsche Position. Ich spiele ohne RM, deswegen habe ich ihn nicht geholt. In der Innenverteidigung Thiago Silva, der hatten wir ja vorhin schon mal. Heftig. Und im Sturm Cristiano himself. Was? Nee. What the fuck? Woher hattest du das Geld für die drei? Ich hatte noch ein bisschen was übrig einfach. Sei es drum. Wir blicken als erstes aber mal auf die Bundesliga-Tabelle. Und ich habe mich leider verschlechtert im Vergleich zur Hinrunde. Ist aber, glaube ich, völlig in Ordnung, wenn Union Berlin in echt Fünfter wird, auch wenn schwarze Magie natürlich eine Sache ist. Ja, fünfter Platz, Union Berlin, 54 Punkte. Nehme ich mit, auch wenn es wahrscheinlich schlechter ist als bei dir. Wir haben uns auch verschlechtert im Vergleich zur Hinrunde. Da waren wir ja Zweiter, jetzt Dritter. Aber okay. Dritter ist überragend. Ja, für Champions League qualifiziert, vor irgendwie Leverkusen, sonst wem. Das ist schon. Wie viele Punkte hast du? 54. Ich habe 74. 74, okay. Damit wärst du auch einfach Zweiter bei mir. Die Bayern aber wieder immer, wie immer, unschlagbar, 86 Punkte. Rein in den DFB-Pokal, da lief es bei mir nicht so. Genau, DFB-Pokal lief bei mir auch nicht, denn Leverkusen trifft im Finale auf Gladbach, bedeutet, ich habe 3-4 leider gegen Gladbach verloren. Ah, und ich habe gegen Leverkusen 2-1 verloren, die haben es gewonnen am Ende. Okay, ja, das läuft sehr ähnlich. Dann, ja, kommen wir zur UEFA Champions League / UEFA Europa League. Ich mache es kurz und schmerzlos. Liverpool hat bei mir die Europa League gewonnen und genau auch dieses Liverpool hat mich im Achtelfinale mit 7-2 auf die Bretter geschickt. Ja, heißt, du kriegst da gar keinen Punkt, oder was? Ja, ich krieg 2 Punkte, weil ich mäßig Dritter geworden bin in der Champions League-Gruppe, aber das spielt, glaube ich, keine Rolle, weil ich habe ja gehört, was beim Hansus ging. Vielleicht schneide ich es auch noch irgendwie rein. Ja, ne, also wisst ihr vielleicht auch schon Bescheid. Ihr seht es vielleicht auch gerade. Ja, ich weiß gar nicht. Halbfinale, Finale, was ist geworden? Ronaldo hat den nächsten Champions League-Titel geholt. Aber Digga, was? Union Berlin. Digga, was? Digga, ganz kurz, ich schneide hier an der Stelle auf jeden Fall rein, wie ich noch meinte. Nee, absolut nicht. Bei der Kalendersimulation heißt das wirklich gar nichts. Ja, ne? Ja. Da sehen wir es, Leute. Was soll man sagen? Union Berlin, du hast einfach die schwarze Magie von Urs Fischer geerbt, gewinnt die UEFA Champions League und das bedeutet, mit dem Dreierpunkte-Ding holst du auch einfach mal 6, 9, 12... Ja, Digga, das sind 18 Punkte für die Champions League alleine. Mach ich mich tot, ey. Gut, ja, Trainer des Monatspreise. Hast du bestimmt auch ein paar, gehe ich von aus, oder? Zwei, okay, ich habe gar keinen. Top-Torschütze, Volland mit 31. Volland 31. Boah, Digga, Volland hatte bei mir zur Hälfte der Saison 15. Er hat einfach nur 5 in der Rückrunde gemacht. Kommt auf 20. Okay, ja, da habe ich mehr. Und besser Vorlagengeber auch Kevin. Kevin, wie viel? 15. 5. Digga, willst du mir also gerade erzählen, dass Kevin Volland, genau der Typ, der beim Monaco auf der Bank saß, bei dir 45 Scorer macht? 46. Leute. In 51 Spielen. Leute, ich bin auf jeden Fall am Ende meiner Nerven hier. Und ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ein desaströser Abschied, kann man sagen, für FIFA 23. Ich habe auf jeden Fall noch die Chance, auf dem Kanal von Hansus das Ganze wieder gut zu machen. Ich hoffe, dass ich das Ganze auch nutzen kann. Und ich hoffe auch, dass wir in dieser Konstellation zu IAFC 24 uns auch relativ zeitnah wieder sehen werden. Ich verabschiede mich an der Stelle. Wünsche euch einen wunderbaren Tag. Hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Lasst Liebe da, ihr wisst Bescheid. Und ja, Hansus, du hast die Abschlussworte. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die nächste Aufnahme, die wir jetzt gleich machen, mit dem FC Barcelona, wird genauso lustig. Checkt das unbedingt ab. Link ist in der Videobeschreibung. Ich sehe ja gerade nach Union im Ronaldo-Union-Trikot. Also war mega geil gerade.